Alfred Stöcker mit seiner BMW RS54. Nummer 5, Rupert Bauer mit seiner BMW RS500. München, BMW Museum. Oft Treffpunkt und Startplatz vieler Veteranenrallyes, wie hier 1979. Den letzten großen Sieg mit einer BMW-Maschine holte sich 1976 Helmut Dehne auf der Isle of Man. Zusammen mit Hans Otto Butenut gewann er die Klasse bis 1000 Kubikzentimeter. Unter den Fahrern mit Startnummer 59 Helmut Dehne, kurz vor dem Le Mans-Start. Nach dem Fahrerwechsel Hans Otto Butenut auf der BMW von Helmut Dehne. Helmut Dehne. Diesmal hatte er die Zylinderköpfe verstärkt. Der Erfolg? Die beiden Fahrer holten sich damit 1976 auf der Isle of Man den letzten großen Sieg mit einer Solo-BMW-Maschine. Erinnern wir uns. 1907 wurde die erste Tourist Trophy, kurz TT genannt, gestartet. Erst 1939, also 32 Jahre später, gewann ein Ausländer dieses schwere Rennen. George Meyer mit seiner 500er BMW. Weitere 37 Jahre später, 1976, holten sich Helmut Dehne und Hans Otto Butenut auf der Isle of Man den Sieg. Die Fans aus aller Welt bewunderten Helmut Dehne und seine BMW immer wieder. Hier einige Aufnahmen aus dem Jahr 1975. Werner Dieringer, ebenfalls auf BMW.